Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind bald Level 10. Und wir werden jetzt nochmal zu der Höhle gehen. Da nochmal ein bisschen Kupfer holen, dass wir da nochmal ein bisschen was haben. Ja, perfekt. Von hinten ist ein bisschen blöd. Oh, wer ist denn das? Ist das ein Jungtier oder? Ja, das ist, glaube ich, ein Jungtier, ne? Büffel. Ich habe ja überlegt, so einen zu zähmen. Der hier wäre jetzt eigentlich gerade aktuell schon ziemlich cool, ne? Wie tut man den eigentlich füttern, wenn man... Wenn man... Wenn man gar kein Essen hat. Oder vielmehr gesagt, wenn man Essen hat, aber... Wie tut man den füttern? Er kam mir jetzt gerade sehr gut gelegen. Dachte ich mir, nehme ich den jetzt doch mal mit. Oh mein Gott, da ist vielleicht die Mutter. Ich habe nichts getan. Das sieht nur so komisch aus. Oh Hm. Oh. Yes, Kritschaden. Schnell auseinandernehmen, bevor ihr noch irgendwas in der Nähe spawnen tut. Vor allen Dingen Bär. Das wollen wir ja auf keinen Fall. Kann ich ihn, kannst du hier rein? Versuch mal hier reinzukommen. Noch ein Wolf. Ach nee, sag mir nicht, er kommt genau hierher. Doch, er kommt. Gerade so noch erwischt, bevor er mich wirklich entdeckt hat. Aber mit den Pfeilen ist es wirklich viel, viel angenehmer, dass ich jetzt einen Crit-Schaden habe. Das macht das Leben schon ein wenig leichter. Warte mal, ich muss mal. Ich habe hier ein bisschen rumgespielt an der Steuerung, aber ich muss das hier wieder ausmachen. Hocken ist okay. Das lasse ich so anhocken, Absturz. Genau. Okay, jetzt geht's wieder. So, du kommst hier hin und jetzt rein. Perfekt, genau so wollte ich das machen. So, den lass mal hier. Die Zähmung läuft ja immer noch. Ja. Wie geben wir ihm was zu essen? Weiß das einer? Oh nein. Okay, ist alleine. Wenn ich jetzt Bären... Ach, warte mal, ich hab doch hier die Sichel.
Damit bekommen wir doch viel mehr raus. Oh, das ist halt sehr, sehr nice, ne? Wie geben wir ihm das, dass er das Essen tut? Auf den Boden legen, glaube ich, klappt nicht, ne? Der tut das, glaube ich, nicht erkennen. Aber er kann, glaube ich, aber auch von den Sträuchern, glaube ich, was essen. Von sich aus. Weil wenn er trinken kann, dann kann er ja wohl da auch essen. Wenn das so programmiert worden ist. Das ist halt immer die Frage. So. Das ist sehr gut. Wir haben einiges. Das reicht definitiv. Sonst vergammelt wieder die Hälfte. Wir müssen unbedingt was zu trinken uns holen. Das war jetzt auch gerade nicht geplant gewesen, dass hier. Nein! Nee, bitte nicht. Oh Mann, ey. Junge. So, wieder mitkommen. Perfekt, hier rein. Ja, los. Nee, 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 hier rein. Hier rein. Nicht. Wo willst du hin? Das hier kann man mal zerstören. Brauchen wir erstmal nicht. Ja, was ist, wenn ich dir das hier hinschmeiße? Alles klar. Hier, guck mal, schmeißt dir jetzt was hier direkt vor die Nase. Guten Appetit. Nichts passiert, oder was? Oh, ich muss was trinken, ne? Du bleibst hier. Verschwinde nicht zu weit. Ich hoffe, der verschwindet. Ja, wenn er weg ist, ist er halt weg. Scheiß drauf. Also ich mache mir jetzt da auch jetzt nicht die Mühe. Von denen laufen hier so viele noch herum. Muss erstmal was trinken. Vielleicht tut er sich ja da selbst versorgen, ein bisschen. Da ist ein Pferd. Okay, wir sind beim Wasserfall. Ist klarer. Sollte mal was essen. Ja, trink doch. Aber manchmal komme ich hier an der Kante hoch, manchmal nicht, ne? Alles klar. Ja gut, jetzt kommen wir auch ganz runter. Jetzt kommen wir auch hier unten lang schwimmen. Es war wohl nix. Ach stimmt, ich habe die Punkte auch nochmal verteilt. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen mehr Ausdauer. 50% mehr. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich habe auch gesehen, hier sind auch gar keine Fische drin, ne? Verstehe aber nicht, warum hier keine Fische sind. Aus welchem Grund? Aber lass mich doch einfach bitte hier raus. So. Jetzt haben wir schon wieder so viel Krimskram, ne? Wie viel wiegt man ja? 37. 27 meine ich. Naja, gut. Wir machen jetzt den Plan, den wir eigentlich vorher hatten. Zu der Höhle zu gehen. Ich weiß noch, wo die Ecke war. Die war hier gewesen.
Und da haben wir nochmal ein bisschen Kupfer, dass wir zur Not auch Kupfernägel herstellen können und andere Sachen, wo wir Kupfer brauchen. Kupfer brauchen wir aber eigentlich aktuell noch relativ wenig. Ich denke mal, das wird später dann anders aussehen. Ab Stufe 3, Rang 3. Deswegen nehmen wir da uns lieber ein bisschen Kupfer mit und nochmal Eisen. Aber bei dem letzten Spielstand, den ich ja mal hatte, da habe ich ja auch so viel Eisen gehabt, ne? Aber gut, man darf halt nicht vergessen, da war ich, bin ich erst Level, erst glaube ich Rang. Hatte ich da schon den Rang 3 gehabt? Ja, doch, da habe ich den gerade freigeschaltet, den Rang 3. Aber dann habe ich halt gedacht, nee, komm Leute, wir müssen Neustart machen. Weil ich doch dann gemerkt habe, das war alles nicht so gut geplant. Ach du Scheiße, Family. Family-Treffen ist hier. Wo ist jetzt nochmal? Okay, wir laufen genau über die Höhle gerade ungefähr. Aber die müsste eigentlich hier sein. Ja, genau hier ist er. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder. Oh nein, Sauerstoff. Warte mal, Leute. Den habe ich ein bisschen vergeigt. Oh nee, jetzt kommt der hier auch noch. Ja, was denn? Ich war hier als erstes. Mann. Es muss immer irgendwas dazwischen kommen, ne? Immer. Generell muss das sein. Jetzt müssen wir den hier wieder abbauen, sonst kommt hier irgendwelche wilden Tiere wieder angelaufen und dann geht's gar nichts mehr hier. So, das hier nehmen wir mal schnell. Nur etwas haben. Okay, das ist unter der Map. So, schnell mal was reinjagen. Oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. Hier komme ich aber auch nicht zur Ruhe, ne? Das ist wirklich ein Vollidiot kommt, bis mit ein fertig kommt der nächste. So, habe ich jetzt mal meine Ruhe. Ich will doch einfach nur Sauerstoff und Kupfer und Eisen. Da will ich doch gar nicht. Dann bin ich doch, oh, da kommt schon der nächste. Das ist ja hier Tourismus à la pur. Das hier immer reparieren schön. Habe ich noch Steine? Hey, mit was tue ich denn das immer reparieren? Hey, wo sind die jetzt? Hä, wo ist jetzt der Stein hin? Achso, hier. Scheiße, ich habe so viele Steine. Warte mal. Teilen. Deswegen wiegt man auch so viel. Kein Wunder. Hier ist alles Salz. Sauerstoff, Sauerstoff. Da ist Sauerstoff. Da ist ein Wolf. Das war wohl mal gar nichts. Perfekt, den lasse ich jetzt liegen. Ist mir jetzt egal. Sollen sie von mir aus dahin kommen? Haben noch mitten am Tag, das ist gut. Ja, komm, das nehmen wir jetzt noch mit, schnell. Okay.
Muss man, darf man wirklich nicht stehen bleiben, ne? Bleibst du irgendwie stehen, kommt sofort Gegner. Alles klar, so, aber jetzt bitte. Lass mich bitte jetzt alle in Ruhe. Ich will hier rein. Kohle wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Ein bisschen Kohle mitzunehmen. Okay, Gegner sind tot. Anscheinend sind hier nur zwei Würmer. Warum drücke ich immer da drauf? Anscheinend sind hier immer nur zwei Würmer. Das war sehr gut für uns. So, dann nehmen wir einmal Kohle mit. Sind auch gleich Level 10. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir Titan. Gold, Gold. Da oben ist Kupfer. Hier ist Eis nochmal. Nochmal etwas Eis mit. Wo waren die Wespen, die Bienen gewesen? Sehr schön. Okay. Werkbank haben wir freigeschaltet. Das heißt, wir können endlich. Oh, warte mal. Ich habe gerade gehört. Ah, da sind die Bienen. Oh. Au! Ah! Walter, Uli steht voll erschrocken. Echt jetzt? Come on, Alter. Come on. Alter, die blockieren einen sogar, ne? So ein bisschen. Das sind sie. Jetzt sind sie weg, alles klar. Das muss man unbedingt immer konsumieren. Den Speck. Sehr wichtig, bringt immer 15% mehr XP. Und den Schinken bekommen wir immer durch die Wildschweine. Die man eigentlich auch nicht so oft finden tut, muss man sagen. Also sie sind jetzt nicht so massiv oft zu finden. Okay, wir müssen auf jeden Fall da aufpassen. Was ist, wenn ich das abbaue? Kommen die dann wieder? Verschwinden die? Oder sind sie danach noch schlimmer? Die schweben da genau in dieser Ecke herum. Was mache ich mit ihnen? Kann ich die töten? Das ist doch Blödsinn, oder? Was ich hier mache. Man kann doch nicht Bienen mit Pfeil töten. Natürlich werde ich das ausprobieren. Aber das, ja, das geht natürlich nicht. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn es, also wenn das jetzt gegangen hätte, dann hätte ich wirklich das Spiel sehr stark angezweifelt. Also ich zweifle das ja sowieso schon teilweise ein bisschen an. Aber weil es mir wirklich Spaß macht, das Spiel, verzeihe ich halt so einige Sachen und guck einfach mal ein paar Sachen mal weg, sage ich jetzt mal, ne? Ich glaube, wir müssen das Nest töten. Okay, das bringt nichts. Ja, kommt ruhig. Kommt ruhig. Kommt ruhig. Schlinge! Ich hasse sowas so dermaßen, wenn ich in irgendein Spiel jedes Mal rumklitsche, hängen bleibe. Oder sonst irgendwas. Und dann kommt noch ein Gegner und der macht auch noch Stress pur. So, wie drehe ich das ab? Egal.
Integrieren, ja, nee. Sehr schön, haben wir. Kann ich das aufheben? Nein, kann ich nicht. Jetzt sind sie sauer, auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz hier weg von denen. Oh. Ja, wieder keine Ausdauer. Da helfen selbst die 50% noch nicht mal. Brauche am besten 1000% mehr Ausdauer. Naja, das wird später besser werden. Umso höher man wird, umso stärker man wird, umso mehr Sachen man freischaltet. Die sind immer noch hinter mir her. Oh, die sind aber richtig aggro, ne? Oh ja. Komm, wir testen jetzt mal was, weil eigentlich müssten die weg sein, wenn wir unter Wasser sind. Kannst mir jetzt nicht sagen, dass die. Oh, da sind sogar zwei Schwärme. Geh die einen verschwinden. Wir müssen mal hoch, Sauerstoff zu tanken. Jo, da sind sie. Alle beides. Okay, haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Okay, das ist funktioniert auf jeden Fall. Oh nein. Oh nein. Die sind immer noch sehr nah. Das okay, die gehen auch nicht mehr zurück, ne? Anscheinend. Ich habe ihr Nest anscheinend zerstört. Ja. Die hocken da jetzt. Was haben wir denn? Wir haben Honigwabe und drei Arbeiterbienen. Wie können unsere eigenen Arbeiter. Und die gammeln auch nicht, ne? Anscheinend. Nee, es vergammelt auch nicht. Die auch nicht. Das ist sehr nice sogar. Für später. Weiß nicht, wann man das freischaltet. Aber ich gehe mal von aus Stufe 2. Nee, Rang 3. Und sollte es eigentlich dann freigeschaltet sein. Wir müssen aber leider noch mal rein. Wir sind immer noch nicht fertig. Und haben immer noch nicht das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Sie sind eigentlich Büffel, eigentlich aggressiv. Rein theoretisch gesehen eigentlich schon, ne? Ich glaube, wir haben sie aber verjagt. Sehr gut. Okay, jetzt wieder hier Krampfanfälle muss ich hier wieder machen. Oh nein. Wieso? Was hat das Spiel gegen mich? Was hat das Spiel gegen mich? Ich will da einfach nur spielen. Mehr will ich doch gar nicht. Dieses Geklitsch und Gehänge, Alter, das ist halt wirklich heftig widerlich. Lass mich nur einfach hier dahin. Ich benutze diesen verfluchten Kupfer. Da komme ich definitiv nicht dran. Was ich, wenn ich hier hochspringe auf den? Da komme ich noch niemals hoch, oder? Nee, ohne Anschwung zumindest nicht. Aber wir kommen immerhin da hoch. Naja, da kommen, könnte man noch hochkommen. So, hopp, hopp, hopp. Das ist halt manchmal auch ein bisschen, aber das haben viele Survival Games leider, diese Unlogigkeit von Springen. Weil wer tut denn bitte schon im Real Life, wenn man das jetzt mit dem Real Life vergleicht, wer tut denn da auf irgendwelchen Gegenständen ständig nur springen, wenn ich irgendwo hoch kletter? Wenn ich dort klettern tue, dann benutze ich doch meine Arme und meine Füße, um da hoch zu klettern, nicht hoch zu springen. Das ist ja so, wie ein Bergsteiger versuchen tut, auf Bergen herumzuspringen. Statt zu klettern. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist irgendwie halt manchmal, aber das haben halt sehr viele Survival Games leider. Eigentlich müssen ein System rein, wo man klettern tut, aber das ist natürlich halt wieder zu aufwendig, sowas zu programmieren. Also tut man einfach springen
Weil das ist innerhalb von gefühlt, sag ich mal, 5 Minuten programmiert. Das Springen. Und fertig halt, ne? Logisch, es ist halt einfacher. Verstehe ich auch einerseits. Aber es ist trotzdem bei manchen Sachen schon lästig. Also deshalb sollte man schon dann halt eben einfach die Gegenstände halt weiter unten platzieren. Statt so weiter oben. Hier ist auch nochmal etwas, aber das werden wir nicht mehr schaffen. Ah, shit. Oder warte mal. Okay. Ist klar, sehr gut. Weil ich auch nicht verstehe, wir haben eine Fackel und uns ist trotzdem in Anführungszeichen, sag ich mal, wahrscheinlich kalt oder so. Bisschen kühl. Also nicht direkt kalt, aber schon etwas kühl. Wir schleichen uns. Ah, da ist doch. Wer ist das? MDA ist da. Die sind auch aggressiv, wenn sie einem zu einem nahe kommen. Ja, wir können es jetzt Craft den nehmen, aber will ich eigentlich gerade nicht. Mir sind die XP gerade wichtiger, die einfach zu nehmen. So, das einmal. Voila. Und das. Hey, Leute, ich glaube, wir werden es nicht aktuell zu unserer Base schaffen bei diesem Wetter. Ah, ist eh gerade vorbei. Alles klar. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir gehen mal kurz ein Stück rein ins Zimmer. Ja, dann ist wieder die Höhle, ne? Egal wie du es machst, es ist alles verkehrt. Wir brauchen das hier eigentlich erstmal nur. Was zu essen, normales. Okay, wir können eigentlich loslaufen. 16 Uhr. Oh nein! Ich bin extra geschlichen und dachte mir, oh, da ist ja nichts, kann ich ja rausgehen. Hey, hallo Pferdchen, willst du noch mitmachen? Wir haben gerade hier sehr viel Spaß zusammen. Wir tun gerade Fang spielen. Beim Sturm. Ja, wir sind tot, aber wir sind fast in der Nähe von unserer Base, nicht so weit entfernt. Ah, du verdammter Drecksbär, ne? Irgendwann mal, der Tag wird kommen. Der Tag wird noch kommen, wo ich dich auseinandernehme. Dann wirst du keine Chance mehr haben. Ist das unser Freund? Das ist unser Freund. Oh nein, wir haben. Kann ich boxen? Nein, kann ich nicht. Das war schlau. Ausdauer verbraucht und trotzdem kann ich so schnell laufen. Okay. Ich hoffe nur, dass wir wissen, wo wir sind jetzt hier. Warte mal, ich markiere es mal. Da sind wir gestorben. Oh, so ein Gott sei Dank macht, haben die das so gemacht. Gott sei Dank. Ja, gut, wir haben ja jetzt nichts verloren.
Ach komm, Wetter, jetzt beruhig dich mal, ne? Wir haben es verstanden, dass du der Stärkste und der Coolste bist hier. Ich will doch einfach nur meinen Kram wiederholen. Will ich doch gar nicht. Ah, da ist er. Ja, das ist unserer. Der da rumläuft. So. Was ist mit der Ausdauer los? Warum geht die nicht mehr? Ach, wir haben gebrochene Füße. Oh nein, ne? Also wenn das Spiel wirklich einen fertig machen will, dann macht's genau das Richtige. Aktuell. Also ich wusste, dass es definitiv schwerer sein wird, hier zu überleben. Am Anfang vor allen Dingen. Aber es strapaziert schon ein wenig meine Nerven. Ich brauche ab und zu mal immer mal eine Pause, um mich davon zu erholen. Am besten gleich eine Woche Urlaub erstmal nehmen. Ach ja. So, gucken. Da ist nichts aktuell. Kann man sich eigentlich zweimal die Füße brechen oder dreimal? 180 Sekunden. Naja, wir sind gleich da, wenn nichts dazwischen kommen sollte. Ich weiß, es gibt auch einen Talentpunkt irgendwo, wo man die Gegner schon markiert umrandet sehen kann. Es ist ein bisschen leicht, irgendwie schon hat was von, ja, in gewissem Maße ein bisschen was von Cheaten. Aber man könnte das auch als einfach definieren, dass man über die Zeit hinweg ein gewisses Auge dafür hat, wo Tiere sind. So kann man das auch formulieren. So, hier hinten sind wir auch mal gestorben. Das ist nicht mehr so weit weg. Bisschen Sauerstoff mitnehmen. Ja, wir sind gleich da. Hey, ich habe irgendwie manchmal keine Ausdauer, aber ich habe keine Ausdauer, aber trotzdem hört es manchmal auf, schnell zu laufen. Ist auch ganz komisch. Ach, Gott sei Dank. Ja, das ist ja logisch. 50 Kilo kann man nur noch tragen. Alles andere ist natürlich jetzt zu schwer, weil man wahrscheinlich wegen den Füßen, ne? Ja, Bewegungsgeschwindigkeit, Ausdauerregeneration, ne? Gewichtskapazität um 50% reduziert. Okay, Leute. Dann zerteilen wir das hier mal. Schmeiß mal hier ein bisschen raus. Das hier unbedingt immer reparieren. Das Messer, dass wir immer kämpfen können. Ich muss sagen, der Nahkampf ist schon in den meisten Spielen tut man das ja oft erleben, dass Nahkampf etwas weniger Schaden macht als wie Fernkampf, also sprich Pfeile, Pfeil und Bogen. Meistens ist es ja immer so, dass Pfeile und Bogen komplett übertrieben. Oh, nein, bitte nicht. Sagen wir nicht, da ist ein. Oh nee, da ist ein Pferd. Ja, okay. Meistens ist es ja wirklich, dass Bogen wirklich derbe Schaden machen tut. Hier anscheinend vielleicht nicht. Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt nur so mein Gefühl. Also von Schaden machen wir aktuell, glaube ich, mehr mit dem Messer als wir mit dem Bogen. Kann aber auch möglich sein, dass sich das mit der Zeit sich nur ändern wird. Ich vermute schon, dass sich später noch ändern wird. Vor allen Dingen, wenn man dann Eisenpfeile hat und besseren Bogen. Es gibt ja
Das ist ja der Wahnsinn, was alles für Gegenstände es gibt, was wir später kaufen können und so. Oder in Anführungszeichen eintauschen, einkaufen, wie auch immer. Weil es gibt ja die komischen Marken, die man da bekommt oder so, das Geld, sage ich jetzt mal. So. Dann lass uns mal schnell nach Hause gehen, bevor jetzt hier irgendwas uns wieder den Weg versperrt. Oder uns aufhält, wie ja gesagt. Was bist du? Das ist nix, alles klar. Das ist da oben. Okay. Also wir müssen einmal herumrennen. Könnten mal einmal erstmal sortieren. Wichtig. Wo ist Fleisch? Wo ist denn mein anderes Fleisch hin? Hä? Ist das schon vergammelt? Oder hat der... Kann das möglich sein, dass der Bär das gegessen hat, das gebratene Fleisch? Aber dann wäre doch das rohe Fleisch auch weg. Und der Speck war auch schön leckerer gebratener Speck. Naja, gut. Ist ja auch egal. Aber wir haben ja eh noch genug zu essen, immer wieder. Und wir haben ja auch Level 10 erreicht, ne? Das wollte ich noch mal erwähnen, wenn es jemand nicht aufgefallen sein sollte. Da oben ist unsere Hütte. Büffel. Ich habe letztes Mal, glaube ich, auch Bison zu den Tieren gesagt, weil ich, ja, Bison und Büffel halt, ne, haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit, muss man ja sagen. Haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit. Glaube ich. Ist ja auch egal. Alles klar, so. Dann würde ich sagen, schmeiß mal das rein. Ich sortiere gleich. Wir gehen jetzt erstmal in die Punkte rein hier. Hier. Im Moment tue ich ein bisschen hier bei den Punkten, Talentpunkten, tue ich gerade so ein bisschen hier mich etwas spezialisieren. Ich habe mich natürlich jetzt halt gefragt, ne? Ich habe das hier freigeschaltet. Habe mich jetzt natürlich gefragt, warum kann ich das hier nicht mehr freischalten? Aus welchem Grund? Was haben diese Symbole? Was will mir dieses Symbol mir sagen, was ich machen soll? Oder was es braucht? Aktuelle Stufe. Ah, okay, ich hab's gerade rausgefunden. Ich sehe es gerade hier. Und das muss man aber auch erstmal erkennen, ne? Das muss man auch erstmal sehen. Die kleinen Symbole hier und das Ding hier, wenn man das mal übersieht, ne? Verstehe, das hat das damit zu tun. Ja. Verstehe, verstehe. Wird Fallschaden um 2. Ja, ich will halt gerne das hier haben. Das hier will ich gern haben. Dann bekommen wir nochmal Crit-Chance erhöht in Prozent. Und hier 2 Pfeile Chance. Dass wir 2 Pfeile statt ein Pfeil abfeuern. Das ist natürlich gerade bei einem längeren Kampf ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir mal 2 Pfeile abschießen. Das ist natürlich enorm. Und dann kommen halt noch andere hier nochmal Crit-Schaden nochmal. Alter. Holy moly. Das ist schon sehr cool. Ich glaube auch, man kann auch, das wollte ich eigentlich auch nochmal fragen. Vielleicht weiß das einer. Kann man die Talentpunkte zurücksetzen. Wenn ich mir das hier so lese, können wir Talentpunkte, glaube ich, kaufen, ne? Ich bin mir aber nicht sicher.
Nahladgeschwindigkeit, würde ich sagen, ja, können wir eigentlich nochmal machen, wäre nochmal 10% mehr oder wir machen hier. Ah, machen wir hier. Schaden mit Bogen, für den Fallschaden 2. Ach so, okay. So, jetzt kommen wir hier nochmal. Ich würde sagen, eigentlich den Crit-Schaden werden wir hier nochmal erhöhen. Perfekt. Dann haben wir Solo. Wie ihr seht, ich habe nochmal in Gesundheit und in Ausdauer rein investiert. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen nochmal in Ausdauer, weil die Ausdauer ist doch schon sehr lästig. Und klar, schnell bewegen ist auch schön. Erhöht die Grundbewegung um 5% ist schon geil. Aber Ausdauer ist, werden wir öfters brauchen. Also, ja, na klar, auch laufen. Aber halt, ne, ohne Ausdauer ist mit dem Laufen auch schwierig, halt, ne, schnell rennen und alles. Und so weiter. Erhöht den Nahkampf ist auch sehr cool. Hier kann man nochmal den Bogenschaden nochmal erhöhen. Um 5, dann um 10. Dann nochmal 10% Ladegeschwindigkeit, das ist schon sehr cool. Ich würde aber wirklich sagen, wir machen das. Und dann können wir noch auch hier das hier machen. Ist auch sehr cool. Können wir dann später mal machen. Physischer Schaden zu reduzieren etwas. Bei manchen Tieren ist es gut, bei manchen ist es jetzt nicht so wichtig. Aber ich denke mal, viele Tiere tun schon in den Nahkampf gehen, statt in den Fernkampf. So, wir haben 16 Punkte. 16. 16 Punkte. Unglaublich, oder? Das hier werden wir auf jeden Fall machen. Das hier werden wir machen. Wir werden, glaube ich, schon frühzeitig mal auch das hier machen, aber ich will erstmal die wichtigen Sachen, die wir definitiv erstmal brauchen. Eisenspitz hatte, ja, doch, definitiv. Eisenmesser, ja, für den Nahkampf ist es gerade vor allen Dingen sehr gut. Sichel braucht man aktuell nicht unbedingt. Axt braucht man eigentlich aktuell auch nicht unbedingt. Na klar ist man schneller mit dem Bauen, mit dem Abbau. Aber ja gut, der Ertrag ist höher, ne? Fällen von Bäumen. Komm, machen wir. Naja, so. Dann, was haben wir noch? Was brauchen wir denn noch unbedingt? Die Pöbelstation ist sehr gut gewesen, die mir gut gefallen hat. Aber es ist halt die Frage, ist es denn jetzt aktuell wirklich unbedingt notwendig? Eigentlich nicht, ne? Aber langer Bogen, der schon. Futternapf, definitiv. Wassernapf, definitiv. Textur, Textil, definitiv. Tierbett, definitiv. Und Reitsattel, definitiv. So, und Rucksack, definitiv. So, jetzt bin ich aber fertig mit definitiv. Es geht mir so ein Selbst auf den Sack. Ja, ein Eismesser, es hat schon seine Vorteile, ne? Ja, komm, mach mal. Aber wir sind gerade mal Level 10, ne? Guck mal, wie viel jetzt gerade hier da die wichtigsten Sachen so freigeschaltet haben. Noch haben wir noch nicht alles. Ne? Müssen noch das eine oder andere noch ein bisschen. Vor allen Dingen hier Steine und sowas will ich ja machen. Aber das kommt ja erst ab Level 15. Da müssen wir auf jeden Fall etwas sparen. Hier ist auch der Bienenstock. Ich denke aber. Hat man erfordert was? Ein veredeltes Holz, ja, okay, das, ja. Was kann man denn hier noch alles mitmachen mit Bienen? Aber das ist doch richtig was los hier mit dem Bienenkram.
Okay, da müssen wir uns mal später damit beschäftigen. Das hier werden wir später noch brauchen, glaube ich. Ja, doch, das braucht mir, glaube ich, später, um bei den Rang 2 das herzustellen zu können, die nächste Werkbank. Da brauchen wir irgendwie, keine Ahnung, ich versuche es erst gar nicht auszusprechen. Ja. Ich denke mal, das wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt, das zu machen. Da wird man wahrscheinlich gut XP-Punkte wahrscheinlich bekommen. Ist halt nur die Frage, schaffe ich denn überhaupt das schon? Ich habe eigentlich, ne, so von der Ausrüstung her. Gut, wir könnten das hier machen noch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. 2 haben wir noch. 5 Punkte. Und dann war noch bei Rang. Ja, ich sehe es gerade, mein Trinken. Dann noch beim Rang 1 war hier irgendwo. Lass mich mal schauen. Wo war das gewesen? Hier. Das hier. Hitzeverband. Das tut. Ja, genau, wenn man Frostbeulen hat. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, ist schon, denke ich mal, hoch, dass wir wahrscheinlich Frostbeulen bekommen werden, wenn wir in die Arktis gehen mit einer Lederrüstung. Glaube ich schon, dass das wahrscheinlich passieren wird. Ja, na gut, ich würde aber sagen, ich mache mal an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.